und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, beim letzten Mal haben wir festgestellt, der kann ja hier gar nicht die Kohle abholen, die verarbeitete, denn es ist ja nur eine Entladestation und keine Beladestation. Das ist mal so nebenbei aufgefallen. Es ist natürlich klar, dass der Zug, der hier so hin und her heizt, jetzt da natürlich Stress schiebt. So, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, wenn das denn hier alles passt. Wobei ich aber noch so ein bisschen Bauchschmerzen habe, dass wir das Ganze hier irgendwie durchkriegen. Wir gucken mal ganz kurz, was kostet denn die die B-Ladestation. Frachtbahnhof, Zug, B-Laden, die ist nämlich sehr groß. Würde optimalerweise natürlich hier irgendwie erstmal hinpassen. Können wir die mal ganz kurz drehen? Danke. Wäre so natürlich besser. Warte mal ganz kurz. Das ist jetzt... Das läuft natürlich alles auf die jetzt hinaus. Ich will die auch nicht irgendwie kreuzen lassen. Aber das Problem ist... Na, mal rauszoomen. Danke. Wir müssen die natürlich irgendwie auch hier rankriegen mit den ganzen Förderbändern, ne? Und das ist jetzt hier... ja, wirklich tricky. Ich überlege gerade, wie wir das am allerschlausten und besten machen. Die Straße können wir wegnehmen. Das nützt uns aber so gesehen nicht viel. Also optimalerweise wäre es irgendwie, wenn wir es hier mit anbringen könnten. Müssten wir aber massiv umbauen. Und das ist schon wieder so eine Sache mit dem Straßendings. Und dann müssten wir hoch und runter und ach. Ach, es ist zum Mäusemelken. Schöner wäre es natürlich irgendwie hier. Aber dann müssten wir wirklich... Was würde gehen? Zumindest teilweise. mit Förderbändern, die wir vielleicht da durchziehen könnten. Aber optisch gefällt mir das nicht gut. Wenn wir dann aber da lang gehen, dann hätten wir zumindest Strom und könnten da vielleicht rausgehen. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dann könnten wir hier... Warte mal, der braucht ja das verarbeitete Zeug. Am besten natürlich noch mit einem Zwischenlager. Ah, es ist jetzt wirklich tricky, ne? Es ist jetzt hier wirklich tricky. So, die Feuerwehr ist okay. Wenn wir jetzt hier noch ein Zwischenlager hinbasteln würden. Zugrohstoffe, LKW-Rohstoffe, großer Rohstoff, kleiner Rohstoffspeicher. Aber das Problem ist, wir brauchen ja das verarbeitete Zeugs. Das heißt, es muss da raus, da wieder rum, über 1000 Ecken. Wirklich über 1000 Ecken wieder. Das ist natürlich ein bisschen... Aber... wenn wir da so lang gehen, können wir zumindest den Anschluss, hätten da drüben vielleicht die Chance... Das ist doof. Das ist alles ist das nicht optimal. Es ist alles nicht optimal. So wäre eigentlich gut. Dann könnten wir zumindest rausgehen. Dann müsste ich den Weg da wegmachen. Aber das machen wir auch. Wir werden jetzt Folgendes machen. Den Fußweg hier mal wegnehmen. Hallo? Fußweg. Fußweg. Fußweg weg. Den nehmen wir jetzt mal weg. Der stört uns gerade. Bauen jetzt das Teil. Wir machen uns das hier passend. Ne, ist vielleicht nicht gerade, ist vielleicht ein bisschen unorthodox. Aber, wenn es funktioniert, dann ist es ja gut. So, Strom ist drauf, ne, das sehe ich auch. So, da unten drunter könnte man dann weitergehen. Sieht, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir den hier eventuell so schräg rüberkriegen. Nein, das war klar. Das geht auch nicht. Okay, dann müssen wir mal anders machen. Dass wir das hier irgendwie gewurschtelt bekommen. Wobei das aber sehr tricky wird. Wir könnten aber von da aus vielleicht abzweigen. Das heißt, da müssten wir da auch nochmal was wegnehmen. Straße mal. Hier so ein bisschen wegnehmen. Und da auch nochmal den Fußweg. Und das dann das Ganze hier am besten nochmal neu gestalten. So. Jetzt. Machen wir mal Folgendes. Da ist der Eingang. Da ist der Ausgang. Wenn wir das da so lang kriegen würden,
hätten wir eine gute Chance. Glaube ich doch. So, mal ganz kurz gucken. Das passt, ist kein Problem. Ah, aber das. Ja, das war mir wieder klar, dass das wieder nicht so ohne Probleme funktioniert. Und das ist ärgerlich, ne? Wenn du hier so eine kleinen blöden Ecken hast, die einfach nicht so wollen, wie man selber will. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie hier lang hier durchgehen oder sowas. Das ist auch doof, optisch gesehen zumindest. Und das funktioniert nämlich nicht da. Ganz kurz den da wegnehmen. Vielleicht kriegen wir das ja anders geregelt. Ne, der will da partout nicht rein. Gebäude ist im Weg. Wir könnten die Feuerwache natürlich ein bisschen wegschieben. Dann hätten wir mit Sicherheit da die Chance. Aber ich mache mir Sorgen wegen dem da. Wir brauchen ja den Straßenanschluss. Also so wird es nicht gehen. Ah, es ist wieder typisch. Das ist wieder typisch, dass das wieder so nicht funktioniert. Machen wir weg. Ja, das nehmen wir auch mal weg. So, dann mal ganz kurz wieder laufen. Ja, okay, das haben wir wieder. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das jetzt hier schlau machen. Also, Faktum ist, wir könnten versuchen, hier uns dazwischen zu quetschen. Dass wir dann da irgendwie darüber gehen, weil Fußweg ist relativ easy zu managen. Wenn wir den Fußweg da wegnehmen, geht halt nicht anders. Müssen wir uns irgendwie arrangieren. Na. Ja, da wird es wahrscheinlich auch gleich Probleme geben. Nehmen wir mal weg hier. So, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Na, wir wollen ja in eine Richtung. So, Faktum ist, da können wir anbringen. Kommen wir auch raus. Okay. Jetzt. Überschneidung vorhandener Konstruktion. Mein Gott, jetzt wahrscheinlich wegen der Stromdings. Oh, Gottes Willen. Wenn wir uns auch noch um die Stromeinheit hier kümmern, das ist so ätzend, dass man hier tausend Sachen erstmal wieder wegreißen muss. Nur damit das klappt. Hallo. Ja, da könnten wir ran. Will ich aber eigentlich nicht. Obwohl, er müsste es ja eigentlich auch weiterleiten. Aber er wird es da abgezwackt. Ich glaube, wir lassen das mal so. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir den Strom hier wieder an den Start bringen. Das ist der hier. So. Und deswegen musste ich es extra wegreißen. Total doof. Na egal. So, hier wird es problematisch. Den gehen wir mal so ran und den gehen wir mal so ran, dann passt das wieder. Zack, bau das mal fertig. Das ist okay. Jetzt wird es hier interessant. Wir brauchen da nämlich eine Straße. Ja, dann macht er nämlich da Zicken wegen dem Dings. Okay. Das ist kein Problem. Wir bauen uns das hier wirklich... Ich sag, das ist kein Problem. Wir bauen uns das so, wie wir das hier brauchen. Effektiv ist anders, aber es geht zumindest. Ne? Mir geht es darum, dass wir auch wirklich mit den ganzen Feuerwehrsachen und so weiter da rankommen, weil ohne das ist hier wirklich unschön. So, das geht auch, das passt. So, du gehst dahin und du kannst da. Na, eben ging es doch. So, dann bau das mal jetzt fertig. Fußwege, dann kannst du den hier fertig bauen. Das ist alles, wer kostet, ne? Das ist unglaublich. Reißt da alles weg hier, nur um das hier hinzubekommen. So, jetzt haben wir das. Ich hoffe, dass wir das jetzt regeln können und uns hier durchquengeln können. Ist zwar jetzt nicht so schön, wie ich mir das wünschen würde, aber... Können wir dich hier irgendwie hier hinnehmen? Müsste ich wahrscheinlich dich hier irgendwie hier lang eiern? Oder wir müssten leicht schräg von da gehen, aber das wird auch problematisch. Okay, dann müssen wir doch hier irgendwie hier ran. Ja, also nochmal anhalten die Zeit. Dann das hier nochmal wegmachen, aber nicht die Hochspannungsleitung, sondern die hier. Ja, das dran denken. Müssen wir beibehalten. So, dann nehmen wir mal die Straße hier weg.
stört mich jetzt so ein bisschen. Jetzt bauen wir einen weiteren Kumpel hier hin. Möglichst so. Dass wir noch Platz haben zum Manövrieren, sage ich jetzt mal. Okay, das geht. Ist gut, das darfst du bauen. Jetzt wieder den Weg hier ranbringen. Das geht natürlich nicht. Dann machen wir es mal so. Und du gehst dann mal mit so ran. Jetzt gucken wir mal wegen dem Strom wieder. Und das alles nur, um von hier aus Kohle ranzubekommen. Ne? Also, das ist schon hart. So, das wird nicht gehen wahrscheinlich. Ladung abbrechen. Müssten wir hinten rumgehen hier irgendwie. Kommen wir hier? Ja, kommen wir. Dann ist das Ding da nicht im Wege. Oh, bauen wir nochmal Straßen. Komm, bau fertig. Egal. Wir haben es ja dicke. So. Bam, bam. So, mach mal. Na, die Arbeiter hier werden sich auch bedanken, ne? Bei dem Lärm hier. Ja, das ist... So. Jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir hier durch. Irgendwie. Dass wir das irgendwie gewuppt bekommen. Kriegen wir das hier irgendwie so hin. Ich überlege gerade, wie wir das am schlauesten jetzt anstellen. Oder wir gehen wirklich den sicheren Weg und gehen hier rum. Könnten wir natürlich auch machen. Und dann von da aus hier irgendwie so rum. Weil ich will jetzt nicht unbedingt das hier alles wegreißen. Nur wegen dem bisschen da. Okay, dann nehmen wir hier halt auch nochmal den Fußweg weg. Aber den kriegen wir ja wieder rangezwirbelt. Das wird nicht das Problem sein. Wie sieht es denn hier aus? Das sieht alles ganz gut aus. Ja, Kirche, bla bla, ist klar, dass ihr das nicht könnt. Soll mir aber ja gerade egal sein. So, der Zug fährt natürlich hier total sinnlos jetzt. Er hat nichts dabei. Und das alles nur, um da oben Stahl zu produzieren. Das muss man sich mal reintun, ne? So ein Gezwirbel und Gewirbel, dass man hier so ein Trouble machen muss. Das ist schon... Ja, ist schon ordentlich. So, gucken wir mal, ob wir den hier irgendwie rankriegen. Ich muss mal ganz kurz warten, bis es wieder hell wird. Ich mach mal ganz kurz schnelle... schnelle Zeitvorspulung. So, zack, das haben wir. Das läuft ran. Dann müssen wir den ein bisschen versetzen. Vielleicht hier lang oder sowas. So, wir mal. So lang. Ja, bring dich da ran. Bist auch dran. Dann können wir den Zwirbelwirbel hier wegreißen. Und das Ganze mit dem da verbinden. Und dann passt das auch. So, okay, passt. Strom sollte da sein. Gut. Stopping. Jetzt. Sagte Stopping. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie... Ich muss es ein bisschen eindrehen. Hat aber den Nachteil. Machen es mal so. Es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn es mal einwandfrei klappen würde, ne? Ah, diese blöde Geschichte hier, ey. Mein Gott, Straßen. Dann reißt doch die Straße hier erstmal weg. Ah. Na komm. So, zack. Jetzt aber, komm. Ey, willst du mich verkackeiern? Ernsthaft jetzt? Alter Falter, ey, das ist doch nicht wahr.
So, sorry für die kurze Unterbrechung. Hier durchzugehen, würde es wahrscheinlich noch schlimmer werden. Ich kann es ja mal probieren. Wir probieren es einfach mal, dass wir da durchkommen. Aber ich glaube fast, dass das unmöglich ist. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass wir da mit dem Links nicht langkommen. So, dann machen wir mal... Dass das der da nicht hinkommt, ey. Ja, kriegen wir dich irgendwie reingezirbelt? Ja, dich kriegen wir sogar auch noch rein. So. Brückenpfeiler aufgrund der Infrastruktur da drunter. Okay, so weit, so klar. Das war mir schon fast klar. Momento, dann machen wir das nochmal weg. Probieren es nochmal. Ey, du willst mich doch verkackeiern, oder? Oder ist das... Na, du musst doch so... Ah, ich hab's verkehrt umgebaut. Ich hammel am Hirsch. So, das ist auch wahrscheinlich verkehrt rum. Weg damit. So, jetzt haben die natürlich ein Problem. Das ist mir auch klar. So, so soll es eigentlich sein. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den da rankriegen. Und jetzt hätte ich gerne, dass das klappt. Na, endlich. So, nächstes Problem ist, die Straße jetzt hier an irgendwie ranzufriemeln. Ja, das wird jetzt nämlich auch interessant, hier rumzukommen. Bau das mal fertig, weil die haben jetzt hier nämlich das Problem. Ja, genau, dreh da einfach mal. So, jetzt kannst du wieder drehen, jetzt kannst du wieder dahin fahren. Das ist in Ordnung. Du baust jetzt. Du baust auch bitte 2 Millionen Dollar auf dem Konto. Rubel ist ein bisschen mau gerade. Aber kommt rein. Ja, also, bauen wir mit Dollars. So. Was für eine aufwendige Konstruktion, nur um das Ganze hier hinzubekommen. Das ist echt abartig. So, jetzt haben wir dieses Problem. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie da rumkommen, ne? Aber den da so ranzukriegen, das wird kniffelig. Aber... Könnte man. Na. Muss ich aber ein bisschen eindrehen und das wird hier schon wieder... Obwohl, ich kann das... Kann den ja so anbringen. Und irgendwie... Jetzt müsste ich da wirklich schon wieder das wegreißen. Oh Mann. Diese ständige Wegreißerei durch die Menüsklickerei, das ist wirklich ein bisschen... unschön gelöst. Also da sollte dringend nochmal nachgebessert werden. Finde ich halt nicht so gut gelöst, wie gesagt. Da gibt es weitaus bessere Lösungen. So, wir wollen dich... Autosave. Das wird nicht gehen, das wird nicht gehen, das wird nicht gehen, das wird auch nicht gehen. Echt, brichst du hier einen ab, ey. Ganz ehrlich, nur um hier lang zu kommen. So, ich will dahin. So, da will ich hin, neben der Strecke. Das heißt, ich muss da auch was haben und möglichst auch noch mit Anbindung. Und das wird schon wieder problematisch. So, da kriegt... Da, hier wird es auch schon wieder... Ich sehe schon wieder kommen, das wird so nix. Alter, das ist ein Scheiß, ey. Im Endeffekt werden wir wahrscheinlich hier rumgehen müssen. Mann, Mann, Mann. Okay, dann also du nochmal wieder angeschlossen, bitte. So. Zerstören. Das weg. Das weg. Bau weg den Krempel. Brauchen wir nicht. Das weg. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Dings bauen. Also im Endeffekt friemelt und frammelt man sich hier echt wirklich einen ab, ey. Ist schon hart. So, zack, du auch nochmal. Bam, so, gut, dann haben wir den. Jetzt überlegen wir, wie kommen wir jetzt hier elegant aus der Nummer raus?
elegant wahrscheinlich gar nicht. Wenn wir jetzt hier über 1000 Ecken hier so gehen vielleicht. Das war eventuell mit Glück. Und der Infrastruktur darunter. Und du willst mich doch echt. Mach weg den Scheiß. Ja, das müssen wir auch nochmal berichtigen hier. Das werden wir auch berichtigen. Aber erstmal will ich das jetzt hier angebaut haben. Aha, jetzt geht es gut. So. Jetzt machen wir erst die Straßen, bevor wir irgendwas anderes machen. Du gehst mal dadurch. Du klemmst dich damit ran. So, dann haben wir die verbunden. Das ist in Ordnung soweit. Soweit, so gut. Wie gesagt, über 1000 Ecken werden wir jetzt hier arbeiten müssen. Aber was willst du machen? Es geht halt nicht anders. So, nächste Aktion. Und ich hoffe, ich komme daran vorbei. Wenn nicht, drehe ich am Rad durch. Das schwöre ich euch, Leute. Aber ich befürchte schon fast, dass das nichts wird. Dass wir da nochmal an der Schiene arbeiten müssen oder irgendwie sowas. So, das ist das. Und das wird auch schon kriminell wegen den Dingern hier. Bedeutet, wir müssen stoppen und das auch nochmal wegnehmen. Damit wir das daran bringen können, weil er nicht macht. Da müssen wir die Straße dann nochmal wegnehmen. Ey, das ist so ätzend. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen drüber aufrege, aber das ist wirklich schlimm. Oh, ja doch, komm. Ja. So. Jetzt aber nochmal. In schön, jetzt bitte. Na, zack. Jetzt brauchen wir hier wieder die Straße. Das ist eine normale Industriestraße für mich. Eine normale Asphaltstraße. Können wir die parallel legen. Strom. Müssen wir auch wieder anbringen. Dürfen wir nicht vergessen. Guck mal, was man hier für Umwege fahren muss. Nur um an sein Ziel zu kommen. Ne? Das ist unglaublich. Das ist echt heftig. So, der wird mit Sicherheit hier nicht rüberkommen. Das war mir klar. Strom. Okay, Strom nochmal. Die Geschichte mit dem Strom. Okay, das ist in Ordnung. Das kann so bleiben. Jetzt wird das kriminell. Wir werden mit Sicherheit, ich gehe davon aus, dass wir da nicht hinkommen werden. Also das würde mich ja stark wundern. Sonst müssten wir eigentlich kleiner Rohstoffspeicher, den brauchen wir eigentlich so. Ja, liegt natürlich auf der verkehrten Seite. Es ist so evil, ey, ne? Es ist wirklich evil. Alter, ey, da musst du wirklich so ein, ey, das ist, die Anschlüsse sind so blöde gemacht, ganz ehrlich. Richtig blöde gemacht. Jetzt müsste ich theoretisch, um das Ganze irgendwie hier ranzukriegen, in die Richtung zu kommen, jetzt müssten wir hier eigentlich nochmal so ein Ding hier haben. Ja, wir müssen über die Schiene rüber. Und das geht natürlich nicht, das war ja klar. Warum sollte auch mal was einwandfrei funktionieren? Darüber, dann das Ganze hier und dann wieder dahin. Ich denke mal, im Endeffekt wäre es wahrscheinlich einfacher. Wir würden das Ding hier komplett abreißen. Oder ich würde hier komplett rübergehen. In dem Moment. So, komplett einmal quer. Wahrscheinlich wäre das sogar noch die beste Lösung. Machen wir mal weg. Kommen wir hier irgendwie ran? Na, natürlich nicht. Ah. So, warte mal kurz. Ich will unbedingt einen Speicher dazwischen haben. So, Faktum ist, ich will so einen, jetzt einen großen Speicher dazwischen haben. Dann reißen wir den Krempel jetzt weg. Wir reißen den Krempel weg. Und bauen jetzt uns jetzt einen großen Speicher dahin. Denn dann können wir vielleicht mit ein bisschen Glück rübergehen auf die andere Seite und da dann den Zug einfahren lassen. Weil ich will diese Schienen
da drüben haben. So, du bist da, du bist da. Wie kriegen wir dich jetzt darüber? Im Endeffekt. Im Endeffekt brauche ich dich so. So müsste ich dich haben. Ja, das ist kein Problem, aber das hier ist ein Problem. Das wird so nicht gehen. Weil die Schienen nerven und die Straße. So, die Schienen sind jetzt eher das kleinere Problem. Denn da braucht man nur die 1-Achse. Die andere braucht gar nicht bis dahin ballern. Das heißt, wir können diesen Punkt hier komplett ignorieren und auch wegnehmen. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Der kann weg. Ruhig bis hierher erstmal. So, nächstes Problem ist jetzt aber das jetzt hier wieder. Darüber zu kommen. Muss direkt von Gebäude zu Gebäude. Da will er wieder nicht. Weil das Ding da auch im Wege ist. Okay. Also du bist hier echt wirklich am Machen und Tun. Wie so ein... Irrer. So, okay. Das ist ein Problem. Brückenpfeiler wegen der Straße wahrscheinlich. Also reißen wir die Straße wieder mal weg. Ja, ja, komm, ist gut jetzt. Nehmen wir die Straße mal wieder weg. Gucken mal, dass wir das Ganze jetzt hier da rankriegen. Kriegen wir natürlich so nicht. Nee, Blödsinn. Das ist der verkehrte. Den da brauchen wir. Das geht jetzt. Oh Gott sei Dank. Das. Dann wird schon mal einen Schritt wieder weiter. Müssen wir uns hier wirklich durchschlängeln? Kommen wir hier rum? Ja, kommen wir rum. Aber so nicht. Nee, jetzt ernsthaft. Eben war das Ding noch dran und jetzt geht's wieder nicht, oder was? Ihr wollt mich doch echt verkackeiern. Himmel hilf. Straße weg. Immer noch. Kommen wir da so? Ja, das geht so. Okay, dann können wir den Krempel wegmachen. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, man ist das jetzt hier so eine Art Tüftelfolge. Hallo. So, Strom muss wieder ran. So, den haben wir. Der läuft auch. Jetzt versuchen wir hier rüber zu kommen zu dieser Entladestation oder B-Ladestation, besser gesagt. Die ist nämlich hier. Wo bist du? Zug B-Laden. So. Und das passt auch relativ gut. Das ziehen wir hier weiter rein. Ziehen wir ein Stückchen hoch. So, dann haben wir jetzt das quasi. Na, das war wieder klar, dass es wieder nicht passt. Ah! Okay, warte mal. Ist aber nicht so schlimm. Wir können die dann hier wegnehmen. Die brauchen wir eh hier nicht. Na, das ist okay, das kann bleiben. Ich will das jetzt heute noch verbunden haben, ja? Jawohl, das geht auch sehr gut. Ja, liebe Freunde, damit haben wir zumindest das Gröbste hier schon mal geschafft. So, wir bauen das jetzt mal. Lass laufen. Schnell auf. Den ganzen Kladderadatsch mich. Bau das fertig. Bau das fertig. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder keine Rubel, ist klar. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das jetzt, mein Plan. Wir leiten das halt wirklich kompliziert weiter. Zack, zack, hier rüber, dann da rein und dann können wir da die Züge fahren. Er hat natürlich ein Problem jetzt. Aber egal, beim nächsten Mal sehen wir, wie das hier weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal so lange fürs Zusehen. Hinterlasst doch einfach mal ein Däumchen nach oben. Kommentare etc. pp. Sind natürlich wieder gerne gesehen. Bis dahin, sag ich mal, macht's gut. Ciao, ciao, euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.